einziger Bruchteil der Wahrheit. Wenige Tage später gab das Bundesinnenministerium bekannt, dass sich bei den tot aufgefundenen Bankräubern um Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt handelte. Mundlos und Böhnhardt bildeten zusammen mit Beate Zschäpe eine Terrororganisation namens Nationalsozialistischer Untergrund oder NSU, die in 14 Jahren völlig ungehindert Banken ausrauben, Sprengstoffattentate ausüben und mindestens 10 Leben auslöschen konnte. Seit dem 4. November 2011 wird der braune Sumpf aus Unterstützern, Verstrickten, Mitwissern und Bagatellisierenden von Tag zu Tag größer. Fast täglich werden neue Details vermeldet, die uns ahnen lassen, dass es sich nach wie vor nur um die Spitze des Eisbergs handelt. Die eingesetzten parlamentarischen Untersuchungsausschüsse fördern dabei die größte Staatsaffäre zutage, die es jemals in der Bundesrepublik gegeben hat. Schon frühzeitig war für die Ermittlungsbehörden klar, dass es sich bei den Morden an Migranten nur um Tötungsdelikte aus dem Drogenmilieu, der türkischen Mafia oder muslimische Ritualmorde handeln konnte. Ein rassistisches Tatmotiv wurde ausgeschlossen. Diese Richtung wurde nie ermittelt, obwohl es, wie wir heute wissen, durchaus Hinweise von V-Personen und Profilern gab und nicht zuletzt auch eindeutige Dankeschreiben an den NSU aus der Neonazi-Szene. 10 Menschen sind ermordet worden. Sie hinterließen trauernde Familien, Brüder, Schwestern und Freunde. Was mussten diese in den letzten Jahren nicht alles erdulden? Sie wurden verdächtig, sie wurden verhört, sie wurden bespitzelt. Dann wurde von Dönermorden gesprochen. Diesem unfassbaren Rassismus der Medien schlug zu Recht eine Welle der Empörung entgegen. Dönermord wurde zu Recht zum Unwort des Jahres 2011. Wir wollen heute Fragen stellen. Wir wollen wissen, wie Sie es zulassen konnten, dass eine neonazistische Untergrundorganisation ungehindert und unentdeckt morden konnte. Wir wollen wissen, wie groß das braune Netz wirklich ist. Wir wollen wissen, wer davon wusste. Wir wollen wissen, wozu es einen Verfassungsschutz geben muss, wenn noch jede Antifa-Gruppe besser Bescheid weiß über die örtlichen Neonazi-Strukturen. Wir wollen wissen, wer uns eigentlich vor dem Verfassungsschutz schützt. Wir wollen wissen, warum Akten geschreddert werden und wer dafür verantwortlich ist. Wir wollen wissen, weshalb neofaschistische Strukturen mit staatlichen Mitteln aufgebaut werden können, während antifaschistische Projekte, Opferberatungen, antirassistische Initiativen und linksalternative Gegenentwürfe Mittelkürzungen in Kauf nehmen müssen. Wir wollen wissen, warum diese essentiellen Akteure, die täglich ihr Leben riskieren, Extremismusklauseln unterschreiben und Partner denunzieren müssen. Wir wollen wissen, wieso es bis heute keine wirkliche Auseinandersetzung mit strukturellem und institutionellem Rassismus gibt. Und wir wollen wissen, was eigentlich noch passieren muss, um den eigenen Rassismus zu reflektieren. Wir wollen heute zunächst leise mit einer Schweigeminute der Opfer des NSU, aber auch aller anderen, der vergessenen und nicht gezählten Opfer neofaschistischer und rassistischer Gewalt gedenken. Seit 1990 sind mindestens 182 Menschen durch die Hand von Neonazis gestorben. Alleine 4 davon hier in Magdeburg. Das Bundesinnenministerium zählt aber nur 60. Sie treten das Vermächtnis der Getöteten und Hinterbliebenen mit Füßen. Sie verharmlosen und vertuschen. Sie decken sich und weisen Schuld von sich. Sie tragen eine Augenklappe über dem rechten Auge. Und das schon seit vielen Jahren. Täglich machen Neonazis und Rassisten Jagd auf Andersdenkende und Migranten. Viele Menschen leben in ständiger Angst. Die, die sich politisch dagegen engagieren, weil es sonst niemand tun würde, werden dabei noch überwacht und verfolgt. In über 30 Städten finden zu diesem Zeitpunkt Kundgebungen, Mahnwachen und Demonstrationen statt. Wir wollen heute gemeinsam ein klares und deutliches Signal setzen, dass mit diesen Zuständen ein für alle Mal Schluss sein muss. Wir fordern die umfassende und schonungslose Aufklärung aller Vorgänge bei den Sicherheits- und Geheimdiensten in Bezug auf das Netzwerk des NSU und seiner Unterstützerinnen. Wir fordern personelle und strukturelle Konsequenzen in den Reihen der zuständigen Geheimdienste, Ermittlungsbehörden und an den politisch verantwortlichen Stellen. Wir fordern eine umfassende Entschädigung aller Angehörigen und Hinterbliebenen der NSU-Anschläge durch die Bundesregierung. Wir fordern die Abschaffung aller Geheimdienste.
Wir fordern die Anerkennung der Arbeit sowie die langfristige Finanzierung von Opferberatungsstellen, mobilen Beratungsteams, anderen zivilgesellschaftlichen und migrantischen Akteurinnen. Aktuell beschlossene Einsparungen im Bereich der Präventionsarbeit müssen zurückgenommen werden. Wir fordern ein Bleiberecht für alle Opfer rassistischer Gewalt. Wir fordern ein Ende der rassistischen und unmenschlichen Abschiebepraxis der Bundesrepublik Deutschland und eine willkommensorientierte Einwanderungspolitik. Wir fordern eine Diskussion, die nicht allein rechten und rassistischen Terror, sondern auch Rassismus in staatlichen, medialen und gesellschaftlichen Institutionen und Diskursen zum Thema macht. Enver Çimşek wurde am 9. September 2000 in Nürnberg durch 8 Schüsse aus 2 Pistolen angeschossen. Er starb 2 Tage später im Krankenhaus. Er wurde 39 Jahre alt. Abdurrahim Özüdoğdu wurde am 13. Juni 2001 mit 2 Kopfschüssen getötet, ebenfalls in Nürnberg. Er wurde 49 Jahre alt. Süleyman Taşköprü, 31 Jahre alt und Vater eines 3-jährigen Mädchens, wurde am 27. Juni 2001 in Hamburg-Bahrenfeld mit 3 Schüssen aus 2 verschiedenen Waffen ermordet. Die Hamburger Polizei ermittelt im Hamburger Rotlichtviertel. Habir Kilic, 38 Jahre alt, wurde am 29. August 2001 in München-Ramersdorf in seinem Geschäft erschossen. Die Behörden ermittelten weiterhin im Drogenmilieu. Mehmet Turgut wurde am 25. Februar 2004 im Rostocker Ortsteil Teutenwinkel mit 3 Kopfschüssen ermordet. Turgut wurde 25 Jahre alt. Ismail Yajar wurde am 9. Juni 2005 in seinem Geschäft in Nürnberg mit 5 Schüssen in Kopf und Herz getötet. Er wurde 50 Jahre alt. Das BKA ging davon aus, Zitat, dass die Opfer in Verbindung mit türkischen Drogenhändlern aus den Niederlanden standen. Theodoros Bulgaridis wurde am 15. Juni 2005 in seinem Geschäft in München-Westend erschossen. Er wurde 41 Jahre alt und hinterließ eine Frau und 2 Töchter. Die örtliche Boulevardpresse titelte nach dem Mord: Türkenmafia schlug wieder zu. Mehmet Kubajik war Besitzer eines Kiosks. Er wurde am 4. April 2006 in seinem Geschäft in der Dortmunder Nordstadt ermordet. Der Kiosk befand sich nahe eines damaligen Treffpunkts der Dortmunder Neonazis. Kubajik wurde 39 Jahre alt und hinterlässt 3 Kinder. Nach diesem Mord kam es zu einer öffentlichen Kundgebung. Am 11. Juni 2006 organisierte türkische Kulturvereine zusammen mit den Angehörigen einen Schweigemarsch in Dortmund, gedachten der 9 Opfer der Serie und riefen die Behörden dazu auf, ein 10. Opfer zu verhindern. In einer Fernsehsendung am 13. November 2011 erklärte seine Tochter, dass die Familie immer davon ausgegangen sei, dass die Tat einen rechtsextremen Hintergrund hatte. Khalid Yozgat, Betreiber eines Internetcafés, wurde am 6. April 2006 in Kassel durch 2 Kopfschüsse getötet. Er war 21 Jahre alt. Im Internetcafé befand sich ein Beamter des Verfassungsschutzes, der von anderen nur Klein Adolf genannt wird. Der damalige Innenminister und jetzige Ministerpräsident Hessens, Volker Bouffier, wusste davon und er schwieg. Am 25. April 2007 starb das bisher bekannte letzte Opfer des NSU, die 22-jährige Polizeivollzugsbeamtin Michelle Giesewetter. Lange Zeit verhandelte man unter Sinti und Roma nach den Tätern. Wir bitten nun um eine Schweigeminute.
Danke.